So, hallo und herzlich willkommen zurück bei City Skylines. Und ihr seht, ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet, Leute. Wir brauchen nämlich mehr Industrie. Und hier drüben wird es langsam knapp. Und vielleicht sollten wir auch langsam mal gucken, dass wir eine Müllverbrennungsanlage... Genau, weil ich glaube nicht, dass unser Müll so langsam auch, an seine Kapazitäten kommt, ne? Dass wir mal gucken, dass jetzt künftig auch ein bisschen Müll verbrannt wird. Das wäre schon mal gut, dass wir die Stadt wieder freikriegen vom Müll. Wir haben ja das letzte Mal hier so ein bisschen, größere Hochhäuser gemacht. Ja, so also dicht besiedeltes Wohngebiet. Das hier ist ja noch unsere Öko-Gegend. Das ist ja alles so ein bisschen nachhaltiger auch hier. Die kleinen Gebäude, schön nachhaltig mit Solarzellen und alles begrünt und. Wunderbar. Und hier drüben habe ich gesagt, ne, wenn wir hier jetzt dann anfangen zu bauen, dann machen wir das auch schön mit Kreisverkehr und dies, das, Ananas. Ich habe jetzt hier und deswegen, ich habe es schon ein bisschen vorbereitet, weil ich habe es einfach gemerkt, ich habe es schon lange nicht mehr gespielt. Und damit ich nicht wahnsinnig werde, während der Aufnahme habe ich es schon mal ein bisschen vorbereitet. Das heißt, ich habe jetzt hier zwei Autobahnabfahrten hinzugefügt. Hier eine, da eine. Und wir werden das auch jetzt bis rüber so durchmachen mit den Autobahnabfahrten. Und wir werden nach der Autobahnabfahrt, wenn wir immer auch einen Kreisverkehr machen. Ja, so wie hier jetzt. Die Kreuzung, denke ich mal, zwischendrin sollten uns dann hoffentlich keine Probleme machen. Aber wir werden sehen. So, dann habe ich mich nochmal schlau gemacht. Und zwar, was die modularen Gewerbegebiete angeht. Genau. Und deswegen können wir jetzt wirklich tatsächlich... ich habe auch schon das Gebiet vorbereitet, ja, hier, ich konnte das schon lange machen, ja, also das kann man relativ früh im Game machen, aber wie gesagt, ich habe halt mit den, Industriespezialisierungen, habe ich halt noch nie gearbeitet, oder, ne, leider. So, aber jetzt können wir auf jeden Fall hier mal das Grundgebäude bauen für die Forstwirtschaft und, ich will meinen, das setzen wir gerade mal, wo setzen wir das hin? Ich will das halt so ein bisschen, so, weil wir haben halt verschiedene Gebäude, ne? Also hier zum Beispiel, ne, sind die Förderanlagen, ne? Also Wälder, da wo die Rohstoffe produziert werden. So Wälder, wo Bäume abgeholzt werden und. Dann haben wir die Aufbereitungsanlagen. Wir haben nochmal Lagerhäuser und ja, das ist jetzt halt nur so, ja, eine kleine, was, ein Forstwirtschaftszaun. Aber ich will das halt so machen, dass es ein bisschen Sinn macht, ne? Also, dass wir sagen, wir machen jetzt hier zum Beispiel, warte mal kurz, so... Wo sind wir denn? Ja, hier. Machen wir hier? Hier finde ich es gut. Zack. Sehr schön. So, und jetzt haben wir quasi das Grundgebäude gestellt. Und ich möchte es einfach so machen, dass wir hier quasi die Rohstoffproduktion machen und hier drüben dann die Verarbeitung. Und zwischendrin vielleicht die Lagerflächen, dass das alles so, wenn es geht, irgendwie einen Fluss hat nach drüben. Ne? Das wäre super. Ist zumindest mal der Plan. Ich hoffe, wir kriegen es hin. So, jetzt schauen wir mal eben. Also, was können wir jetzt noch bauen? Wir können jetzt noch kleine Baumplantagen können wir noch dazu bauen. Das machen wir auch. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass man das durch dieses Blöde... Kriegt man das irgendwie weg? Also, dieses Grün? Weil man sieht das gar nicht richtig, wenn man das baut. Ich finde das ein bisschen schade. Ja, komm, wir bauen jetzt erstmal so ein paar Plantagen hier hin. So, da wo die Bäume abgebaut werden. Und hier ist übrigens auch Waldgebiet, ne? Also wir konnten ja hier auch schön die Forstwirtschaft machen. Das hier ist alles Waldgebiet, also das geht optimal hier. Da haben wir genau das richtige Eck dafür eigentlich. Zack und zack. Und dann passt das halt auch so ein bisschen zur Map, weißt du? So, jetzt haben wir das gebaut. Können wir schon Lager bauen? Ja, wir können auch schon Holzlager bauen, aber... Das machen wir dann eher so in dem Bereich. Weil hier sollen nochmal Wälder hin. Zack. Und hier drüben dann quasi die ja, produzierenden Gebäude. Oh, zack, sehr schön. So, das sieht schon mal gut aus. Und wir brauchen halt auch Arbeitsplätze. Wie verrückt gerade, ihr seht's. Ja, wir brauchen gerade auch Arbeitsplätze. Wie verrückt, komm. Machen wir das Ganze mal an und dann... So, Wasserstrom. Ah, scheiße, Strom. Ich habe keinen Strom hingelegt. Oh Gott, oh Gott. Warte mal, Strom brauchen wir noch. So, wir müssen uns noch von drüben schnell kurz ein bisschen Strom holen. Oder, wie ist das, wenn wir auf die Seite jetzt auch noch so eine Baumplantage machen? Haben wir dann die Stromverbindung schon oder haben wir die nicht? Ich guck mal eben kurz eine Sekunde.
Da habe ich ganz falsch. So. Alter, so viel mittlerweile an Untermenüs und. Ne? Also mit den Add-ons oder DLCs oder was auch immer, wird das echt ganz schön kompliziert mit der Zeit. Nicht im Industriegebiet, alles klar. Dann müssen wir es noch ein bisschen erweitern. Oh Gott, wo war das jetzt? Warte mal kurz. Hier genau. Das war auch mein Fehler, ne? Man muss das... Hier macht man die normalen Gebiete und hier macht man diese individualisierten Industriegebiete quasi. Ja, und das war mein Fehler. Das wusste ich nicht. So, zack. Dann machen wir es mal so. Sehr schön, jawohl. Zack. Sonderlich viel Verschmutzung dürfte das ja gar nicht machen. Ich glaube, das macht hauptsächlich Lärm. So, und dann brauchen wir hier jetzt nochmal Baumplantage. Ist das? Kleine Baumplantage? Moment. Und das hier? Kleine Baumplantage. Alles klar, passt. So, dann ballern wir da noch eine hin. Reicht das jetzt mit dem Strom oder nicht? I don't know. Wir werden sehen. So, nochmal anmachen kurz. Hat gelangt, oder? Ah, aber da drüben haben wir einfach die Stromverbindung noch nicht. Okay, kein Problem. Dann machen wir da auch noch eine Baumplantage dazwischen, oder? Warte mal kurz. Zack. Ich schau mal eben. Und dann sollten wir doch da auch die Stromanbindung hinkriegen, hoffe ich. So, zack, Baumplantage. Sehr schön. Dann müssen wir jetzt nicht so hässliche Leitungen ziehen. So hässliche Überlandleitungen, da habe ich nämlich gar keine Lust drauf. So, das sollte doch jetzt eigentlich tadellos laufen. Dann schauen wir mal. Industriegebiet Info. Okay, im Moment, klar, wir haben es jetzt frisch erst aufgemacht. Wir machen natürlich noch Minus, das ist klar. So, wie sieht's denn aus? Um auf die nächste Stufe zu kommen, brauchen wir so 500 Rohstoffeinheiten, die wir produzieren. Da sind die ja fleißig dran. Wir sehen ja hier drüben, das Lager füllt sich ordentlich. Und 150 Arbeiter müssen hier arbeiten, aber wir haben schon 183, das ist alles gut. Also jetzt müssen halt nur noch diese 500 Rohstoffe produziert werden. Dann erweitert sich das quasi auf die nächste Stufe und wir können neue Gebäude dazu bauen. So. Sehr schön. Ach, schick, schick, schick. So, guck mal hier, da fahren die ganzen kleinen Holzautos. Ach Gott, ich finde es einfach schön. Es ist einfach so ein schönes Game, ne? Okay, und die fahren jetzt schon raus zum Exportieren wahrscheinlich. Aber warum nehmen die denn nicht die Ausfahrt hier? Oder wo fahren die hin? Warte mal, die wollen wo ganz... wo wollen die denn hin? Ah, weil wir hier drüben auch Holzindustrie haben. Aber halt so diese andere Art von Holzindustrie. Oder wo fährt... Wir müssen mal gucken. Das müssen wir jetzt halt wissen, weil das könnte sonst Verkehrsprobleme geben, wenn wir das nicht wissen, wo die jetzt hinfahren. Ich habe ja eigentlich gedacht, ne, dass die einfach nur rauchen. Nicht doof. Oh, jetzt aber. Ah, siehste? Der bringt das jetzt hier hin. Oder was? Nee. Liefert Waldprodukte an Holzfirma. Ach, scheiße. Okay, weil wir hier drüben halt auch, ja, so ein bisschen Forstwirtschaft haben, ne? Allerdings nicht die modulare, sondern... So, und jetzt fährt er damit zur Pellet-Brennstoff AG. Ja, gut, okay. Oh, aber damit habe ich jetzt mal gar nicht gerechnet, dass die auch da rüberfahren. Da müssen wir uns noch was einfallen lassen, weil das könnte sonst, glaube ich, wirklich zu Problemen führen. Ich habe gedacht, die machen das alles hier drüben. Wie weit sind wir denn da? Vielleicht, wenn wir hier drüben dann die Produktionsgebäude haben, dass das dann aufhört unter Umständen. So, machen wir ein bisschen auf schneller wieder. Zack. Sehr schön. So. Weil hier sollten wir eigentlich gar keine Probleme haben. Was jetzt den Verkehr angeht. Es sind ja auch Megastraßen. Eigentlich sind die total überdimensioniert und eigentlich auch viel zu hübsch. Für so ein Gewerbegebiet, oder? Für so ein Waldgebiet. Aber ganz ehrlich, ey, wir haben's. Ja. Das können die Leute ruhig sehen, die in die Stadt kommen. Ne? Dass wir hier sogar im Gewerbegebiet schöne Baumalleen haben. Mhm. So ist das. So, 197 Arbeiter. So, okay, dann brauchen wir vielleicht doch noch einen Wald oder so. Arbeiten im Lager auch welche? Oder arbeitet da niemand? 12 Arbeiter, alles klar, dann kommt noch ein Lager ran. So, zack. Mhm. Und hier und da. Nee, das war das. Hier. Boah, ich hasse es.
Boah, ich hasse es, dass man es nicht vernünftig sieht, ne? Das hier ist jetzt was. Eine Sägemühle. Hä? Können wir die gerade auch schon bauen? Kann sein. Alles klar. Dann machen wir jetzt hier noch Sägemühlen hin. Zack. So, Sägemühle. Ah, die machen wir hier gegenüber vom Lager. Zack. 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 Machen wir einfach mal 3 Stück. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir brauchen. Ich weiß es wirklich nicht. So. Und ich hoffe jetzt natürlich, dass die das Zeug nur zur Sägemühle bringen und nicht mehr durch die halbe Stadt fahren. Vielleicht machen wir hier drüben dann auch noch die Forstindustrie wieder weg. Damit sich dieser Verkehr in die Richtung zumindest beruhigt. So. Okay, wir haben noch mega viel Nachfragen nach Industrie. Läuft, oder? Ja, jetzt hat Stufe 2 erreicht. Alles klar. Also, ne, das Gewerbegebiet jetzt hier hat die 2. Stufe erreicht. Jetzt können wir auch noch eine Bio-Pellet-Fabrik machen. Wir können eine Möbelfabrik machen. Wir können ein Sägemehllager machen. Forstwirtschafts-Arbeitsunterkünfte und kleines Baumsetzlingsfeld. Das ist jetzt neu, was wir machen können. So, wir gucken mal kurz. So. Rohstoffprodukte. Okay, wir importieren nichts von den Rohstoffen. Jetzt gerade eben schon so ein bisschen. Gesamtprofit jetzt gerade eben bei 1073 miese. Liegt aber daran, dass wir, glaube ich, gerade importiert haben. So, Verkauf 27 Tonnen, Papier. Okay. So, Gesamtprofit 119. Sehr schön. Alles klar. Ja, schauen wir mal, was wir für neue Gebäude bauen können. So. Und ich glaube, ich muss mir wirklich mal eine Mod runterladen, die Nacht schneller überspringen lässt. Weil, zu viel Nacht ist echt nicht schön fürs Let's Play, oder? So, jetzt aber läuft's. Perfekt. Okay, was können wir denn noch an Gebäude bauen? Lass mal gucken. So, das jetzt neue, die Bio-Pellet-Fabrik. Die werden wir dann hier mal eine machen und da eine machen. Das ist auf jeden Fall die Produktionsseite. So, was kam denn noch dazu? Jetzt können wir noch das Sägemehllager machen. Das machen wir hier hin. Da sind ja unsere ganzen Lager. Denk mal, dass das für die Biopellets gebraucht wird, oder? Dass da das Sägemehl dann gepresst wird. So, Biopelletfabrik, Sägemühle. Können wir sonst irgendwas Neues bauen? So, kleines Baumsetzlingfeld. So, das macht... wo steht denn da der? Produktion 6.400 pro Woche. Und das hier 4.800 pro Woche. Das heißt, ne, aus dem kommt einfach mehr raus. Komm, dann ballern wir da noch ein paar hin. Ich weiß halt nicht, in welchem Verhältnis... das müssen wir jetzt alles rausfinden. Man quasi... Ja... Rohstoffproduktion und Verarbeitung, also wie viel Baumfelder für eine Fabrik zum Beispiel. Ich habe keinen Plan, echt. Ich habe keinen Dunst. So. Hier passt. Passt da noch eine? Nö, dann machen wir da noch eine Säge. Passt das? Auch nicht. Oder? Jetzt warte mal. So, komm. Aber da passt noch ein Sägewerk. Jawohl. Sehr schön. Alles klar. Vielleicht noch ein Lager für Sägemehl. Bin ich hier noch? Warte mal, mal gucken. Ist das die Lagerreihe? Ja, ist die Lagerreihe. Ja, perfekt. So, dann, wie gesagt, Lager für Sägemehl. Das könnte man, glaube ich, hier jetzt noch gebrauchen. Und nochmal Abpfeif drauf. So, mehr machen wir jetzt auch nicht an Lager. Weil da werden ja auch noch andere Lager freigeschaltet. Wobei halt die voll sind, ne? Guckt's euch an. Also ich glaube, dass sie... Wo sieht man's denn? Ah, 32% voll. Nee, da ist doch gut Platz. So, und auch hier bei den Baumstammlagerplätzen. 48% voll ist auch alles gut. So, wir müssen nur mal drüben schauen. Nicht, dass uns drüben irgendwas gerade um die Ohren fliegt vielleicht. Nö, ist alles gut. Alles perfekt. Ja, da vorne der Verkehr, der...
macht mir jetzt halt ein bisschen Sorgen. Da werden wir gleich mal hier vorne vielleicht doch jetzt auf den Kreisverkehr langsam umbauen. Ich habe jetzt aber auch nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass die von da nach da fahren wollen. Kann ja mal passieren. So, wir werden da vorne gleich einen Kreisverkehr setzen. So, wie sieht's denn hier aus? Lass mal gucken. Industriegebietsinfo. Wann gehen wir denn in die nächste Stufe? So, Arbeiter arbeiten schon genug da. Wir müssen jetzt noch, okay, 1500 Produkte herstellen. So, komm. Perfekt. So. Irgendwie, aber macht das Ding denn jetzt schon gut Kohle oder nicht? Wie gesagt, das verstehe ich noch nicht so 100%. Im Moment machen wir gerade Minus. Das liegt aber daher, daran, dass wir, glaube ich, nicht immer Verkauf 71 Tonnen, Verkauf 8 Tonnen. Okay, Schnittholz. Mhm. Papier. Okay. Im Moment machen wir Minus. Ich glaube, dass wir zu viel Rohstoff herstellen, oder? Könnte ich mir vorstellen. Dass wir vielleicht zu viel Baumplantagen haben, aber zu wenig Verarbeitung? Weil, wie gesagt, das sieht gerade so ein bisschen nach Minus aus. Minus 1206, ja. Ah, jetzt ist wieder Plus. 1479. Vielleicht ist das auch immer, dass das halt nur so in Zyklen abgeholt wird oder verkauft wird alles. Und dass es dann hochgeht. Nee. Gut, aber zumindest gehen wir nicht wieder auf Minus. Interessant. 485. Also ich gebe es zu, so ganz verstanden habe ich es noch nicht. Und wir importieren auch momentan unglaublich viel. Aber ich weiß gar nicht, was wir importieren und warum. Wir haben doch genug, ja. Guck mal hier, wir haben unglaublich viele, ja, Baumplantagen. Da haben wir die Setzlingplantagen. Hier unsere Holz, unsere Speicher sind auch gut gefüllt. Ich weiß nicht, warum wir da importieren sollten irgendwas für. Hier auch sehr gut, 64% voll. 64% voll. Also ich verstehe es gar nicht ganz. Warum importieren wir hier Sachen? Das macht gar keinen Sinn. Ist ja alles da. So, wie arbeiten denn die Dinger? Warte mal. So, die brauchen wahrscheinlich Rohholzprodukte. Nee, Sägemühle, okay. Brauche Rohholzprodukte und macht Schnittholz draus. Alles klar, so viel habe ich verstanden. So, das hier. Braucht Rohholzprodukte und macht Papier draus, okay. Die Bio-Pellet-Fabrik, aber warum macht die Papier draus? Ich habe gedacht, die macht Pellets. Ah nee, okay, also die stellen Papier her, alles klar. Verstehe, verstehe. Vielleicht noch so eine Papierfabrik, oder? Das gibt doch bestimmt mehr Kohle als jetzt Schnittholz. So, wir probieren es mal. Das wird schon schief gehen, Leute. Wird schon schief gehen. So, ich mache mich da gar nicht verrückt. So, zack, zack. Sehr schön. So, was fehlt denen? Nicht genügend Rohstoffe. Naja, gut, die müssen jetzt erstmal angeliefert werden, das ist ja klar. Oder? Oder wir produzieren nicht genug. Aber nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die müssen jetzt halt erst angeliefert werden. So, zack, seht ihr, da kommt's. Jawohl, und dann fangen die auch das Arbeiten an jetzt. So, ich denke einfach, wie gesagt, dass Papier viel mehr Kohle bringt. Industriegebiet Übersicht, Sägemühle, alles klar. 643 Leute arbeiten hier schon. So, minus 2162. Läuft noch nicht so toll, aber warum importieren wir denn? Oh, was ist jetzt passiert? Habe ich irgendwas gebaut? Nein. So, Druckerei, mittlere Baumplantage, Baumplantage, großer Holzplatz können wir jetzt machen. Ja, gut. Dann kommt jetzt mal eine Druckerei. So, zack. Großer Holzplatz.
Und die machen wir mal hier hin, zu unseren Lagerflächen. Dann sehen wir, oh, ist der zu groß für hier zwischen rein? Oh, der ist zu groß, seht ihr? Oh, der ist zu groß. Der passt da gar nicht zwischen rein. Okay, dann müssen wir mal gucken, wie wir den irgendwo unterbringen. Was ist denn hier mit Druckerei jetzt? Ich habe da irgendwas jetzt mit Druckerei gesehen. Holzwerkstofffabrik? Hier war da irgendwas mit Druckerei? Oder gehört das dann zum anderen einzigartige Fabriken oder was? Ah, guck mal hier, Möbelfabrik. Druckerei, okay, verstehe. Haha, aber die brauchen doch bestimmt auch noch andere Sachen. Könnte ich mir vorstellen, die Möbelfabrik. Hahaha, da muss doch dann bestimmt verschiedene Industriezweige wahrscheinlich zusammenarbeiten. Oder kann man die nicht drehen? Oh, das ist gut. Hier, dann bauen wir die mal hier. Da müssen doch bestimmt jetzt dann verschiedene Industriezweige zusammenarbeiten. Schnittholz, Papier, nee, passt, Möbel. Das stellen wir alles schon her, perfekt. Ja klar, dann kommt hier jetzt mal die schöne Möbelfabrik hin. In der Hoffnung, ja, dass die gut Plus macht. Und guck mal, wie schnell die jetzt voll war. Also wir haben auf jeden Fall, produzieren wir genug Zeug. Materialkosten 48, Produktionswert 2400. Das klingt schon mal gut. Das klingt für mich schon mal nach Gewinn, oder? Wäre auf jeden Fall gut, wenn es so wäre. So, hier haben wir unsere Wälder. Ja, wir haben auf jeden Fall mega viel Holz. So. Jawohl, Schnittholz, Papier im Normalbetrieb. Ganz ehrlich, und das fühlt sich auch so gut, dass ich sagen würde, wir bauen gleich mal noch eine zweite, oder? Ah, die kann man nur einmal bauen. Okay. Ja, dann bauen wir noch die Druckerei neben dran, ist ja klar. So, zack. Papier und Plastik. Plastik kann man nicht, aber vielleicht wird es ja importiert. Das wäre ja möglich, oder? Dass es vielleicht importiert wird. Wir checken das gleich mal ab. So, wie viele Leute arbeiten denn jetzt hier? Ist bei euch alles in Ordnung? Habt ihr alle Arbeit? Wie sieht's hier aus? Alles klar. Sehr schön. Ja, nice, oder? Was wir jetzt gleich noch machen werden, ist, dass wir definitiv dann die Buslinie, die wir hier in der letzten Folge angefangen hatten, die habe ich wieder abgerissen. Ja. Das war Chaos. Aber wir werden gleich so ein bisschen U-Bahn machen. Damit wir das, glaube ich, sehr gut hinkriegen. Alter, wir machen 13. Gerade eben waren es 13.000 plus die Woche. Das sieht doch schon mal gut aus. So, jetzt schauen wir nochmal aufs Industriegebiet. Richtlinie gucken wir uns gleich an. So, Gesamtprofit 3.327. Sehr gut. Ja, nice. Und die nächste Stufe erreichen wir dann mit 4.500 hergestellten Produkten. Arbeiter haben wir schon genug. Aber ich würde gern noch ein bisschen mehr Endprodukte herstellen. So, pass mal auf. Und zwar, indem wir... zack. So, das, ne, geht ja leider nicht mehr. Das kann man immer nur einmal errichten, leider. So, wir machen noch eine Biopelletfabrik. Für mehr Papier. Zack. Ah, das war die Lagerfläche, oder? Scheiße. Achso, warte mal, wir können ja verschieben. Oder? Wie war das? Wie hat man das verschoben? Hier, genau. So, die Biopelletfabrik, die kommt dann hier hin. So, sehr schön. Nicht genügend Rohstoffe. Ja gut, das wird jetzt gefüllt, hoffe ich. Zack, schon geht's los. So, hier Möbel, sieht alles gut aus. Und hier Plastik. Ich war halt der Hoffnung, dass das Plastik dann irgendwie importiert wird. Aber vielleicht geht das erst, wenn wir Anschluss haben an den Industrie... Bahnhof oder Industriehafen, das weiß ich nicht. Kann sein, dass das vielleicht gar nicht per LKW importiert wird. Wir lassen es aber auf jeden Fall mal stehen. Es schadet ja nicht, wenn die jetzt da rumsteht. Funktioniert sie halt gerade nicht. Na gut, sie kostet halt schon Geld, ne? Was kostet das Ding? Boah, 560 die Woche. Das ist nicht wenig, ne? Das ist nicht wenig. So. Mhm. Wie viele Stufen gibt es denn eigentlich von dem Industriegebiet?
Ja, aber guck mal hier, ne? Also wir machen damit jetzt schon gut Kohle immer. Definitiv. So, nächste Stufe, 4500 müssen wir noch herstellen, ne? Das passt. Oder bis auf 4500 müssen wir noch herstellen. Ein bisschen was fehlt noch, allzu viel ist es nicht mehr. So, auch hier mit der Autobahn klappt sehr gut. Mit der Autobahnanbindung und dem Kreisverkehr danach. Finde ich top. Wird leider hier nicht so viel genutzt, wie ich mir das erhofft hatte. Ne? Also die fahren halt doch alle da lang. Aber auch hier, ihr seht's, ne, ist verkehrstechnisch alles noch voll in Ordnung. Ja, hier wird's halt langsam so ein bisschen eng. Aber wenn wir da gleich anfangen, so ein bisschen... also wir können erstens mal kommen. Was wir machen können, ist, wir können schon mal hier vorne... Können wir schon mal eine Straße runterbauen. Das müsste ja auch das da hinten dann entlasten, wenn die auch hier hochfahren können. So, zack. So, das sollte die Kreuzung vorne auch schon so ein bisschen entlasten. Wobei, also es ist noch nicht so, dass wir hier am Kollaps sind. So, perfekt. Jawohl. Sehr schön. Okay, nice. So, aber hier, wie gesagt, hier ist soweit alles in Ordnung. Wie weit sind wir denn jetzt? Da ein bisschen was fehlt noch für die neuen Gebäude. Ah, ist halt, ich habe halt keine Ahnung von diesen Gebieten so richtig. Muss ich ehrlich zugeben bis jetzt. Das müssen wir jetzt alles zusammen rausfinden. Sollen wir vielleicht nochmal kommen? Wir machen noch eine Sägemühle, oder? Wir haben ja da Platz. Komm, wir machen noch zwei Sägemühlen dahin. Ich hoffe, dass dadurch halt auch noch ein bisschen der Verdienst hochgeht, weil die Lager sind ja noch gut gefüllt. Guck mal, 69% voll, 59% voll, 73% voll. Also eigentlich sollten die Sägemühlen ohne Probleme betrieben werden können mit dem Material, das die Wälder produzieren. So, jetzt wollte ich auch noch nach den Unterkünften mal gucken. Also wie das mit diesen Unterkünften ist. Wo waren denn das? Hier, guck mal da. Arbeiterunterkünfte erhöhen die Effizienz der Arbeiter im Industriegebiet. Jedes Gebäude erhöht die Arbeitereffizienz um 5% bis maximal 100%. Nebengebäude müssen innerhalb des Industriegebiets platziert werden. Okay. So. Dafür müssen wir das Industriegebiet nochmal erweitern, wenn ich die so hier hinsetzen möchte. Oder geht das? Oh, nee, guck mal, geht sogar. Boah, ich glaube, müssen wir gleich mal gucken. Ich glaube, dass das echt gut aussieht, ne? Schau mal hier. Krass, oder? Hohoho. Das sieht schon krass aus. Das sieht fast aus wie so kleine Hotels. Ganz ehrlich. So, wir setzen die auch ein bisschen noch rüber, damit das... ein bisschen symmetrischer ist vom Abstand her. So, dann haben wir nämlich hier eins beim Kreisverkehr, da eins beim Kreisverkehr. Oder wir schieben sie gleich noch zusammen. Ich weiß noch nicht, mal gucken, wie wir es machen. Aber ey, das sieht ja fast schon aus wie so ein kleines Hotel. Richtig cool. So mit diesen Hütten. Ja, perfekt. So, okay, okay, okay. Das gefällt mir sehr gut. So, wie gesagt, wir machen auf jeden Fall gut Plus damit. Das ist auf jeden Fall top. Jetzt guck mal hier bei den Richtlinien. Verbesserte Logistik, was macht das? Das Packen und Planen von Lieferungen funktioniert aufgrund des verbesserten Inventur- und Fahrzeug-Tracking-Systems effizienter, erhöht die Lagerkapazität von Förderanlagen und Aufbereitungsanlagen um 20%, erhöht die Unterhaltskosten von Industriegebäuden um 10%. Ja, ist ja egal, aber wenn es dafür besser läuft. So, die Sicherheit bei der Arbeit wird durch Normen und Bestimmungen sorgfältig überwacht, erhöht die Arbeitergesundheit, kostet 1 € pro Arbeitnehmer. Das ist es uns auf jeden Fall wert, unsere Arbeitnehmer. So, Roboter und andere automatisierte Systeme beschleunigen und präzisieren die Produktion, erhöht die Produktion um 10%, erhöht die Gebäudekosten um 10%, alles klar. Dann machen wir halt nicht so viel Plus damit, ne? Machen wir halt ein bisschen weniger Plus damit, aber die Leute sind zufrieden, ne? So, zack. Das läuft. Guckt euch das an. Ja, perfekt. Und verkehrstechnisch haben wir hier gar keine Probleme gerade im Moment.
So, nochmal auf die Info gucken. Ja, ein bisschen was fehlt noch. 3.700 haben wir jetzt und 4.500 brauchen wir. Da könnte man es eigentlich in der Zwischenzeit mal vielleicht hier vorne jetzt um den Kreisverkehr kümmern. Dass wir uns da nicht verrückt machen müssen. So, einmal kurz Pause. Zack. Weil das wird jetzt auch eine größere Reißerei. Komm. So, wir schnappen uns das. Zack. So. Aha. Pass mal auf. Kriege ich hier draußen Kreisverkehr oder ist da irgendwas im Weg? Müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. Ne? Geht perfekt. Schau mal. Wir müssen halt nur die Straße, die klemmen wir dann halt, ne, nicht da an, sondern hier vorne an. Das hier muss noch weg. Jawohl. Und hier darf dann auch nichts mehr entstehen. Aber ist eh schon gelöscht, glaube ich. Ja, passt. Sehr schön. Und jetzt brauchen wir hier noch eine Autobahnabfahrt. Zack, zack. Ah. Ha, wobei. Wobei, eigentlich brauchen wir die hier gar nicht im Moment. Jetzt mal ehrlich. Guck mal, wir haben hier die Abfahrt in der Nähe. Wir können ja das jetzt so ein bisschen da anklemmen. Das wird halt aber nicht gerade schön. Das wird nicht gerade schön, wenn wir das so anklemmen. Und wir probieren es mal, wie das aussehen würde. Mhm. Oh. Das ist doch mal ein toller Kreisverkehr. Schau dir den mal an. Scheiß drauf. Das nur provisorisch. Wir bauen hier eh noch um. Ja. Das nur provisorisch. Wir bauen hier eh noch um. Und so. Zack. Jetzt passt das. Ja, wobei eigentlich kann das ja. Ja. Einbahnstraße, ne? Warte mal. So, Einbahnstraße. Wie hat man den... Das ist mit der Einbahnstraße gemacht. Ich weiß gar nicht mehr. Warte mal. Boah, da bitte ich wirklich noch um Nachsicht, Leute. Ja. Wie war das denn jetzt mit der Einbahnstraße? Wie hat man das gemacht? Wenn ich das jetzt upgrade... Warte mal. Ja, guck. Zack und zack. Und das hier, zack und zack. Jetzt passt das, guck. Genau, alles gut. Perfekt. Ja, wie gesagt, der ist jetzt nicht besonders schön, der Kreisverkehr, aber hier wird eh noch umgebaut. Ne? Ich glaube, jeder von euch kennt das. Aber warum staut... Hä? Wegen dem Fußgängerüberweg? Oder was ist das Problem hier jetzt? Nee, jetzt läuft. Alles gut. Läuft, läuft, läuft. Dir das an. Das hat vorhin weniger Probleme gemacht, ne? Merkt ihr das? Das hat definitiv vorher weniger Probleme gemacht. Wir machen da eine kleine Umgehungsstraße schnell noch. Warte mal. So. Zack und zack. Ob das eine gute Idee ist, da vorne ans Touristending? Ah, wir kommen da nicht ran gerade. Okay. Moment. Das vorne. Das kurz weg. Genau. Puh, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Es könnte natürlich hier Probleme geben. Wir werden es gleich sehen. Oh je, oh je, oh je. Schaut euch das an. Ich sag's euch, das, ne, mit dem Kreisverkehr, jetzt haben wir plötzlich Probleme. Vorher hatten wir keine. Ja? Das war perfekt, wie es war. Und jetzt guckt euch mal an, wie sich die Autos hier stauen. Ich verstehe nur nicht, was die gerade für ein Problem haben. Warum die da nicht weiterfahren? Der dürfte doch eigentlich keine Ampeln aktiv haben, oder? Mal gucken kurz.
Ah, die Ampel ist aktiv. Nein, das darf die natürlich nicht. So, jetzt, alles klar. So, jetzt soll das natürlich, jetzt soll das laufen. Jawollo, guck. Da ist er weg, der Verkehr. Sehr schön. Da können wir uns das jetzt eigentlich schon wieder schenken, da diese Umgehung. Wobei, wenn die nicht irgendwo zu Problemen führt, würde ich es fast lassen. Haben wir hier die Ampel auch ausgemacht? Lass mal gucken. Nee, da ist sie noch an. Da muss sie auch aus. Auf der, hier oben auf dieser Hauptstraße. Da soll die überall aus sein. Sehr schön, genau. Passt. Läuft, läuft, läuft. So. Sehr schön. Perfekt. So, U-Bahn müssen wir dann leider in der nächsten Folge machen. Au, hier vielleicht auch mal so ein bisschen, ne? Nach Feuerwehr, Polizei und so gucken. Da habe ich hier jetzt ja noch gar nicht geschaut, dass wir da was haben. Das Ganze so ein bisschen zentraler jetzt erstmal setzen, weil wir werden ja in die Richtung hier weiterbauen. So, dann machen wir hier natürlich auch noch Polizei, das ist ja logisch. Zack, einmal hier Polizei. Und ich weiß gar nicht, braucht man denn in den Industriegebieten, braucht man sowas wie Krankenwagen? Ich habe keine Ahnung. Oh je, da drüben. Ah, je, oh je, oh je. Ich glaube, Friedhof ist voll. Wir müssen gleich mal gucken. So, zack. Naja, wenn sich hier einer verletzt, dann wäre es schon schön, oder? Wenn die auch so eine kleine Arztpraxis hätten. Komm, wir bauen die mal mit dahin. Und hier müssen wir jetzt mal gucken, haben wir denn schon Krematorien oder haben wir die noch gar nicht? Ah, sehr schön. Wir haben die nächste Stufe. Holzwerkstofffabrik, Papierfabrik, Holzspänelager, Forstwirtschaftsinstandhaltungsgebäude und großes Baumsetzlingsfeld. Sehr schön, perfekt. So, haben wir denn schon Krematorien? Nee, Sauna wollen wir nicht. Nee, Krematorium haben wir nicht. Kriegen wir erst ab 17.000. Das heißt, es muss nochmal ein Friedhof her. Vielleicht so hier hinten. Guck mal, oder? Da ist ja noch gar nichts. Könnten wir direkt so neben den Park machen, den Friedhof. Finde ich gut. So, zack. Sehr schön. Wo ist er denn? Ja komm, das macht sich doch schön neben dem Park, oder nicht? So, dann hoffe ich mal, dass die ganz schnell die Toten abholen. Einrichtung voll. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Vielleicht, komm. Komm. Bevor uns hier jetzt die große Seuche ausbricht, warte mal. Ey, machen wir lieber gleich noch einen Friedhof. Ach, scheiß drauf. Können wir nachher leer machen, wenn das Krematorium da ist und fertig, oder? Dann wird das jetzt noch abgeholt und alles ist in Ordnung. Jetzt gucken wir nochmal, welche Gebäude könnten wir hier dazu bauen? So, das ist, glaube ich, neu. Die Holzwerkstofffabrik. Mhm. Schnittholz her. Diese Aufbereitungsanlage erfordert Forstwirtschafts-Rohmaterialien. Aufbereitungsanlage muss innerhalb des... Okay, alles klar. Wir gucken mal, was es macht, oder? Wie es ausschaut. Wo sind wir denn? Hier sind die Produktionsstätten. Zack. So. Ah, das ist quasi... Holzwerkstofffabrik. Ja, also im Endeffekt ist das ja auch wie das Sägewerk dann, oder was? Rohholzprodukte zu Schnittholz. Mhm. So, haben wir noch irgendwas, was wir machen können? Nee, das sind nur größere Wälder jetzt nochmal. Großes Baumsetzlingsfeld. So, Biopelletfabrik haben wir weiterhin. Und hier die Papiermühle. Aber dafür brauchen wir erstmal die Stufe 5. So, Spezialgebäude sind keine weiteren dazugekommen. Ja komm, dann setzen wir halt noch so eine Holzwerkstofffabrik, oder? Na komm. Zack. Und gleich noch eine, ist ja egal. So, wir haben eh noch mega Bedarf nach Industrie. Also von dem her. So. Und die stellen dann wieder Schnittholz her. Hier nicht genügend Rohstoffe. Wir schauen mal. Hier ist aber alles gut. Schaut. Also die Lager sind noch voll. Die sind voll. Stimmt, ein neues Lager könnten wir noch bauen. Warte mal, wo ist denn das? Holzspänelager. Und das war
Säge. Genau, Holzspänelager brauchen wir noch. Jawollo. Warte mal kurz. So, dann ballern wir das hier hin. Das Holzspänelager. Ich finde das schon cool mit diesen modularen Industriegebieten. Das ist schon cool jetzt, ne? Auch hier vorne diese Arbeiterunterkünfte, ne? Mal gucken, vielleicht machen wir noch Straßen, die mehr zum Industriegebiet passen. Im Moment sieht das Ganze sehr luxuriös aus. Ich glaube, das ist das luxuriöste Industriegebiet, das man je gesehen hat. Ne? Mit den Alleebäumen. Und es ist auf jeden Fall heftiger Betrieb. Definitiv. So, hier läuft auch wieder alles stabil. Perfekt. So, Leute, das soll es für diese Folge auch gewesen sein. In der nächsten Folge kümmern wir uns dann so ein bisschen mal, ja, um so eine kleine U-Bahn-Anbindung. Ne, damit wir hier so ein bisschen U-Bahn bekommen, damit wir hier die U-Bahn herbekommen. Ja, dass die Leute nicht mit ihrem Auto ständig hierher zur Arbeit fahren müssen oder zurück. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ja gerne ein Like, Kommentar und ein Abo da. Würde mich mega freuen. Und teilt das Video sehr gerne. Ja, also, dann bis zum nächsten Mal entweder bei City Skylines oder beim anderen Video. Dankeschön, ciao!